Mit einem obligaten Festgottesdienst und mit einer dicken Nebeldecke im Tal starten wir ins Rigi Schwingfest 1973. Ja, mittlerweile sind wir auf dem Festplatz angekommen und da dürfen wir doch gerade die erste Spitzenpaarung sehen im dunklen Hemmli, der Gast aus dem Bernbiet, der Schwingerkönig David Droschi. Er hat zusammengegriffen mit einem von diesen Innerschweizer Champions, mit dem Adi Zurflor. Wenn man da gerade werdet gesehen, hat also damals Kampfrichterarbeit wohl auch noch ein bisschen anders ausgesehen. Der Schwingerkönig, der Taffy Droschi, gewinnt die Partie gegen Zurflur Adi. Und ebenso interessant geht es weiter. Auf der linken Seite der einheimische Fassbind Toni. Er greift zusammen mit dem Berner Oberländer aus dem Hasliberg mit dem von weissen Flur Peter. Die Partie Fassbind Toni und von weissen Flur Peter ist gestellt. Aber auch die über das Fest schreiben sind in der Arbeit. Da sehen wir gerade den Tauskari auf der rechten Seite, aber auch den legendären Kari Häckli. Seines Zeichen einmal Europameister gsi am Ringen und der Kammer St. Pauli. Er ist der Berichterstatter vor Ort und da ein paar Rigi-Verbändler, die auf einen Einsatz warten. Und am Greifen sieht man hier den Gast aus dem Bandbiet auf der rechten Seite, der mit mir zusammengreift. Nach dem Greifen habe ich es dann hier versucht mit einem Kurzzug und gerade kombiniert mit einem Schlünkli. Ich habe es dann da mit einem Schlunk versucht, aber es hat alles nichts genützt. Schlussendlich ist dann der Gang, soweit ich mich mal erinnere, gestellt gewesen. Hochinteressant geht es weiter, und zwar mit dem Schwingerkönig Taffy Droschi und mit dem Turnenschwinger aus der Nordostschweiz, mit dem Jutzeler Bruno. Mit Aufreissen versucht hat der Schwingerkönig Taffy Droschi den Gang zu gewinnen gegen Jutzeler Bruno. Und wie man auch sieht, sind viele Gänge damals außerhalb vom Platz gewonnen worden. Denn die Plätze waren damals nur gerade etwa halb so gross gewesen, wie sie heute sind. Der Schwingerkönig Roschi David gewinnt die Partie. Der Peter Bürgler zeigt uns hier einen rassigen Kurzzug. Und mit Letzabdrehen gewinnt hier der Peter Bürgler.